Dabei sein, einsteigen, los geht's. Tatsächlich herrscht mit der Kirmes in Bocholt jetzt wieder Ausnahmezustand. Pünktlich seit 14 Uhr drehen sich die Fahrgeschäfte und schon bei den ersten Fahrten sind die Gondeln voll. Ob auf dem Marktplatz oder natürlich auf dem Berliner Platz. Klar, die beste Aussicht haben wir hier vom Riesenrad. 55 Meter ist das hoch. Genau der richtige Ort, Bocholt und Umgebung bei bestem Wetter zu genießen. Und auch mal ein bisschen zu schweigen. Oma wohnt nämlich hier direkt in der Stadt und wir haben die ganz Bocholt gesehen, ja. Oh, ja, ja, ja. Nee, aber war schön. Ja, ja, ja. Bei den anderen Fahrgeschäften kann man Omas Haus wohl nicht sehen. Es sei denn, sie wohnt im Rathaus. Dafür aber sind die anderen Karussells umso schneller. Ja, das war also schockierend für mich. Also mit dem, das war mit der, sogenannten Looping oder das da vorne. Ja. War mit meinen Kindern und hat Spaß gemacht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen duselig, weil ich das Drehen kann ich eigentlich nicht so vertragen, aber für die Kinder nimmt man vieles in Kauf. Ja. Im Grunde wie jedes Jahr. Die Kleinen haben zuvor ordentlich Kirmesgeld gesammelt, müssen jetzt nur noch schauen, wohin damit. Und die Großen, tja, die haben anscheinend auch keine Langeweile. Etwa die ganz Großen im Festzelt beim Seniorennachmittag. Mit ordentlich Blasmusik erweisen sie sich als besonders Kirmeserfahren. Aber irgendwie haben wohl auch die jüngeren Bocholter Zuckerwatte und Paradiesäpfel in die Wiege gelegt bekommen. Wie sonst lässt sich der Mythos der Bocholter Kirmes erklären. Also Kirmes, weiß ich, das ist einfach Tradition hier mit den Kindern über der Kirmes, abends mit Kollegen, ein bisschen feiern. Das gehört dazu. Ist egal, wie das Wetter ist. Ist die letzten Jahre eigentlich immer super hier in Bocholt. Naja, okay. Macht auf jeden Fall immer Spaß. Offenbar auch den Schaustellern. Denn auch sie treffen hier immer wieder alte Freunde. Was aber macht denn die Freundschaft zwischen Schaustellern und Bocholtern aus? Wo soll ich da anfangen? Erstmal sind wir hier toll empfangen worden. Und wir werden hier jetzt 4 Tage lang getragen werden. Und ja, einfach unser zweites Zuhause seit langer, langer Zeit. Denn Freizeitparks geben auch vieles wieder, was Karussells angeht. Aber hier trifft man Menschen, die man vielleicht kennt. Man trifft Nachbarn, man trifft alte Kollegen. Wir sind hier unterwegs. Wir sind gerne hier in Bocholt auf der Kirmes. Auch wenn die neuen Winterjacken heute im Schrank bleiben, der Fahrplan für die nächsten Tage steht. Super Wetter, super Stimmung. Es ist schon rappelvoll. Familientag hat angefangen. Also ich denke, das wird ein großes Highlight dieses Jahr. Und viele Besucher werden sicher kommen. Und man sieht, es ist schon ordentlich was los. Und ich denke, zur späteren Stunde wird der Alkohol auch ordentlich fließen. Spätestens dann, wenn Bürgermeister Peter Nebelow am Abend die Kirmes auch offiziell eröffnet.